Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 2 vom zweiten Let's Play, was die 1.0 Version ist. Ein bisschen schlechte Stimme habe ich, aber da kommen wir schon noch durch, oder? Escape the Atmosphere. Ja, ich weiß nicht, ob das schon... 5 Tage können wir sowieso annehmen. Orbit wollen wir noch nicht machen, aber wir haben ja noch so ein bisschen das Problem, dass wir auch gucken müssen, dass wir Teile haben, dass wir da rumkommen und wieder auch landen können, weil sonst haben wir das Problem mit dem Verbrennen, glaub, oder? Gucken wir mal rein. So, das brauchen wir. Mal ein bisschen tiefer hier mit dem Ganzen. Und dann müssen wir genug... Fuel Tanks haben wir noch nicht. Was haben wir denn freigeschaltet? Hatten wir nichts freigeschaltet? Doch, wir hatten noch freigeschaltet. Ah, ein Decoupler, okay. Da war noch aber... Achso, hier unten ist noch die Antenne, okay. Ja, wir müssen noch mehr forschen wahrscheinlich. Die machen wir mal dran. Wo sind denn hier? Den Fallschirm müssen wir dran machen. Ja, und wir müssen definitiv da hoch. Aber dafür haben wir keine Tanks. Das heißt, wir müssten hier mehrere aneinander machen, um das zu schaffen, oder? Weil so hoch kann man nicht. Ach, wir können das ja auch mit Stufen machen, ne? Genau. Der Decoupler befand sich hier. So, ein klein bisschen höher. Eine zweite Stufe da dran. Aber ich weiß nicht, ob es reicht, ne? Schwierig. Müssen wir ausprobieren, würde ich mal sagen. Wir werden aber da definitiv noch zwei Gu-Kanister dran machen, damit wir auch Forschung weiter betreiben können. Und ja, das ist es eigentlich schon dann, ne? So in die Höhe. Da zündet der erste, dann geht der ab, da kann aber auch gleich schon der zweite zünden und dann der dritte. Ja. Ja, wir brauchen Strom, aber... Können wir nicht. So weit sind wir halt noch nicht, ne? Gut, ich würde sagen, das soll es auch für die Rakete reichen. Ich baue die jetzt mal nicht neu und speichere die mal nicht ab, weil die können wir jederzeit schnell neu bauen. Gut, da sind wir auf der Plattform. Und sieht doch ganz schick aus, oder? Können wir hier jetzt noch Daten sammeln? Nein. Reset Experiment. Machen wir. So, das würde bedeuten, wir fliegen jetzt ganz einfach hoch, starten das Teil und kann er hier einen Report machen? Ja, er kann einen Report machen. Dann würde ich sagen, lass es ihn senden. Dafür kriegen wir doch wieder Erfahrungspunkte, oder? Gut. Gut. Ja, dann würde ich sagen, fliegen wir hoch. Ich gehe mal ein bisschen näher ran, dann kann ich den Kanister besser treffen. Starten und dann gucke ich zu, dass wir hier den aufmachen während des ersten Fluges sozusagen. Und geht da was? Nö, da gibt's nichts. Recyceln wir das. Zweite an. Ja. Und da gibt es auch keine Infos. Gibt es jetzt Infos? Schwerelosigkeit oder so. Wir steigen nur auf 10.000 Meter hoch.
Okay. Ändert sich was bei 11.000, 12.000 Meter? Irgendwelche neuen Informationen? Das war, glaube ich, unser erster Teil. So, 100 Meter. Ich glaube, wir machen den mal auf. Wir fallen jetzt wieder. Hallo? Nee, will er gar nicht, ne? Gut, dann geht's nur so. Ist hier was Neues? Nee. Gut, okay, dann kommen wir jetzt wieder runter. Hat er noch was zu berichten hier drin? Ja, er hat schon wieder Informationen. Ich frage, ob wir da Batterie genug für haben, dass er das alles senden kann, ne? Naja, nicht wirklich. 33% nur. Schade, ne? Die fährt aber noch ein, die hat so einen kleinen Akku. Ja. Sieht ja interessant hier aus. Kommen, glaube ich, da runter hier, so in diesem Bereich, würde ich sagen. Ich glaube, wir machen mal schneller, weil was wollen wir so lange warten? Da haben wir nichts. Da haben wir wohl auch nichts. Und ich hätte jetzt gedacht, dass wir nicht auf unserem Gelände runterkommen, sondern daneben. Naja. Machen wir ein bisschen langsamer. Meter. Doppelte Geschwindigkeit. Bei 500 geht er auf. Hat er getan. Können wir jetzt was übermitteln? Nee. Er? Ja, er hat ja noch die 60%. Okay. Stürzen wir irgendwo drauf? Nein, nur auf der Bahn daneben, das ist alles kein Problem. Die Antenne kriege ich jetzt nicht wieder rein, weil ich sie nicht treffe. Wir hoffen, dass sie nicht abbricht, aber ich habe es noch geschafft. Ah, es ist sogar alles heile geblieben. Hier nochmal reingeguckt. Kriegen wir jetzt noch irgendwelche Daten nach der Landung? Ja. Hat er noch was zu berichten? Ja. Der ist noch offen. Ist aber nichts drin. Okay, das würde bedeuten, das war's. Recovern. Und weiter angeguckt, ne? So, Punkte 2, 1, 3. Dann sind wir bei 21, das ist doch wunderbar. 7,5 dazu gekriegt. Funds 89.000 dazu, da haben wir. Haben wir wohl. Okay, Recovern und so, na ist klar. Und Jebediah hat nochmal 14 Punkte gekriegt, ist doch toll. Gut, gibt's neue Aufträge? Nein. Das heißt, wir können da raus. Gehen dann hier in die Forschung rein. So, da waren weitere Triebwerke dann. Und ein Tank. Und was war hier? Na, dann heißt es, wir müssen erst das haben, damit wir richtig hochkommen, ne? Jetzt kriegen wir die andere Mission nicht. Dafür brauchen wir den Liquid Fuel und das Triebwerk hier. Und der ist ja auch eine ganze Ecke größer hier, also der wäre, glaube ich, auch mit 15 Punkten möglich.
Oh, der hat ja nur 5 Punkte. Das heißt, wir können sogar beides machen, richtig? Ja. Das ist doch cool, oder? So, und als nächstes Ziel ist dann hier die Batterien zu kriegen, weil das ist ganz wichtig. Was haben wir denn noch hier? Winglets. Reaction Wheel. Inline Cockpit. Okay, hier mal Teile für unseren Horizontalflug. Sieht ja auch schick aus. Hier ist Stabilitätsteile. Okay. Gut. Haben wir hier geklärt. Hat sich dadurch was hier verändert? Nein. Gut. Gucken wir mal gerade rein hier. Piloten sind genug da. Jebediah macht hier... Oh, guck mal, da geht mit Level up und so. Vielleicht sollten wir beim nächsten Mal noch jemand anders nehmen. Damit wir nicht so einen schlechten Piloten nachher haben, ne? Gut, was war hier hin noch? Weiß ich gar nicht mehr. Finanzen. Ach so, wir haben hier Leute, die dann uns solche Sachen hier anbieten, ne? Aber das will ich hier nicht irgendwie. Nee, das lassen wir erstmal weg. Erstmal so unser Unternehmen voranbringen, oder? Gut, das wäre wiederum hier rein. Rakete bauen. So. Das weg. RT-5. Ist das ein RT-5 hier? Wahrscheinlich, den tun wir auch mal weg. Ja, wir brauchen einen Tank. Der ist hier. Und der wird wohl nicht reichen, ne? Dann brauchen wir mehrere. So, Triebwerk dran. Die Kappler dran. Und da ist er schon, der da dran. Wenn mich nichts täuscht, müssen wir mit der Kiste hochkommen. Center of Thrust. Center of Lift. Und da ist die Masse. Schon wird schon gehen. Crew können wir mal ranklicken, dann können wir hier jemand anders reinsetzen, und zwar Bill, denke ich mal. So, haben wir's, ne? Gut, aber den speichern wir jetzt mal ab. Jetzt haben wir ein Untitled Craft, ne? Tja. R für Rakete. Machen wir eine Testrakete da, eine TRV-1 daraus. So, und jetzt speichern wir die ab. Ja, denke ich mal, ist gut. Gehen wir da mal raus. Und dann würde ich auch sagen, soll es für die Folge reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal beim Testflug dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.